Ob Amoklauf, Mobbing oder Drogenhandel. Eine Mitschuld an vielen Problemen unserer Zeit geben Journalisten und Politiker nur zu gerne dem Internet. Oft ohne wissenschaftliche Beweise dafür präsentieren zu können. Auch wenn es um die Ursachen depressiver Erkrankungen geht, taucht immer wieder ein möglicher Zusammenhang mit der Nutzung sozialer Medien wie Facebook, Instagram oder Twitter in der Debatte auf. Kati Krause aus Berlin hat einen solchen Zusammenhang bei sich selbst beobachtet. Während ihrer Depression entwickelt sich die Nutzung sozialer Medien für die Journalistin zu einem echten Problem. Auf einmal merkte ich, dass sich das wahnsinnig ungesund anfühlt, wenn ich die nutze. Ich lag auf dem Sofa rum, ich konnte nicht lesen, ich konnte keinen Film anschauen, weil ich einfach mich nicht genug konzentrieren konnte auf irgendwas. Und ich habe eben die ganze Zeit mit dem Handy rumgespielt. Das war einfach alles, was ich gemacht habe. Facebook und Instagram sind nicht die Ursachen ihrer Erkrankung. Aber gerade weil es ihr zu dieser Zeit so schwer fällt, überhaupt so etwas wie Freude zu empfinden, ist das ständige Öffnen und Schließen der Social-Media-Apps damals eine Ersatzbefriedigung für Krause. Ein kleiner Dopaminkick in einer Zeit voller Schwermut. Es gibt nichts Schönes mehr wirklich. Da ist natürlich sowas, dieser ganz kurze Moment, so eine Welle, ist großartig. Ja? Die hält aber nur einen Bruchteil einer Sekunde an. Und dann ist es wieder weg. Krause zieht eine radikale Konsequenz aus dieser Selbstbeobachtung. Sie fährt ihre Social-Media-Nutzung immer weiter runter, löscht die Apps von ihrem Handy. Und lernt in der Therapie, dass sie Stressquellen, zu denen für sie auch soziale Medien gehören, besser meiden sollte. Eine Strategie, die für den ebenfalls mit einer Depression lebenden Softwareentwickler Uwe Haug jedoch nicht in Frage kommt. Denn nach einem Selbstmordversuch erkennt er noch in der Psychiatrie. Soziale Medien können auch ein Weg sein, sich mit seiner Situation auseinanderzusetzen. Er beginnt deshalb unter dem Hashtag aus der Klapse über seine Krankheit zu twittern. Und erlebt die sozialen Medien ganz anders. Es ist eher ein Ventil, das mir möglich macht, auf eine Art zu kommunizieren über meine Krankheit, die für mich leichter ist. Ich kann mir in Ruhe Gedanken machen, was ich schreibe. Das ging. Also es war für mich eher in der Phase, wo ich wirklich tief in der Depression war, so eine Art Notnagel nach draußen, der mir geholfen hat. Haug weiß, wer sich im Netz vor aller Öffentlichkeit als psychisch krank outet, der macht sich angreifbar, muss vielleicht Spott, Häme oder den Hass der Internettrolle ertragen. Aber das Gegenteil passiert. Die Leute sind gar nicht so bösartig, wenn du das sagst, was du hast, sondern die sind eigentlich froh darum, dass mal einer darüber redet. Also es hat für mich gebracht, dass ich jetzt relativ offen damit umgehe, also so offen, dass viele schon verblüfft sind, auch wegen des Suizidversuchs. Da haben die meisten erwartet, dass ich die Klappe halte. Und ich habe schon den einen oder anderen Tipp bekommen. Uwe Haug würde nicht sagen, dass ihn die sozialen Medien von seiner Depression geheilt haben. Aber sie haben heute einen festen Platz in seiner Art, mit der Krankheit umzugehen. Tom Pschorr, Psychiater und Chefarzt der Schlossparkklinik Berlin, bewertet die Wirkung sozialer Medien auf psychisch Erkrankte nicht pauschal positiv oder negativ. Wichtiger sei vielmehr, dass Patient und Therapeut über das individuelle Nutzungsverhalten sprechen. Facebook oder Twitter aber gar für das Entstehen einer Depression verantwortlich zu machen, ist für Pschorr nicht haltbar. Die hochwertigen Studien zur Häufigkeit von Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen in Deutschland und in Europa, die zeigen uns interessanterweise, dass Depressionen häufig sind, aber nicht zunehmen über die letzten Jahre. Was zunimmt, ist, dass Depressionen häufiger erkannt werden, aber die eigentliche Häufigkeit nimmt nicht zu. Und insofern liegt es auch nicht nahe, jetzt in der Verbreitung des Internets die Hauptursache dafür anzunehmen. Erkrankungen wie Depressionen sind zu komplex, als dass man sie immer auf einen Grund zurückführen könnte. Eines jedoch ist sicher: Menschen, die sich in sozialen Medien offen mit ihrer Depression auseinandersetzen, können anderen Betroffenen helfen, sich ihrer Krankheit zu stellen. Indem sie diese psychische Erkrankung enttabuisieren und zeigen, dass viele Menschen mit Depressionen zu kämpfen haben. Und dass es keinen Grund gibt, sich deshalb zu verstecken. Weder offline noch online.